Jo Leute, was geht ab? Schoperim ist wieder am Start. Und ja, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, jetzt beginnt so langsam die Winterzeit. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich im Winter nicht mit der VT 750, mit meiner Shadow durch die Gegend fahre, sondern dann mit der Honda CBF 500. Demnach ist es heute soweit, die VT 750 wird in Anführungszeichen Mini eingewintert. Was ich genau mit Mini eingewintert meine, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Also bleibt dran. Ja, also wie ich es gerade gesagt habe, die VT 750 wird Mini eingewintert. Ich meine damit, im Normalfall würde ich bei der Einwinterung dann auch einen Ölwechsel machen und so weiter. Also alles das, damit quasi das Moped für die neue Saison wieder hundertprozentig bereit ist. Mache ich nicht. Das hat einen Grund, und zwar habe ich euch ja, oder viel besser, Steffi hat euch ja gesagt, dass wir nächstes Jahr ein größeres Projekt vor uns haben, eine längere Tour und so weiter. Und dementsprechend werde ich so oder so vor der Tour nochmal alles neu machen, inklusive Ölwechsel, Ölfilter, Zündkerzen, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, also alles Mögliche. Deswegen wäre das jetzt total blöd, wenn ich das jetzt wechsle und sowieso dann in ein paar Monaten quasi wieder den Kram wechsle. Ist halt ein bisschen Geldverschwendung auch. Dementsprechend machen wir nur eine Mini-Einwinterung. Das heißt, ich gehe jetzt tanken, ja, den Tank nochmal schön voll machen, mache dann vorher nochmal ein bisschen Vergaserreiniger rein, auch wegen dem Wasser und so weiter. Das bindet natürlich das Wasser und reinigt auch nochmal den Vergaser. Ja, wenn ich dann gleich zurückkomme, dann werde ich das Motorrad reinigen, also komplett mal sauber machen, inklusive Kette und so weiter. Das seht ihr dann auch. Ja, und dann fangen wir an und werden quasi das ganze Moped so ein bisschen einsprühen. Ich habe da sowas von S100. Das ist so ein Korrosionsschutz, ja. Und wenn die dann komplett trocken ist und so weiter, weil da müssen wir natürlich auch drauf aufpassen, dass man das Moped nicht klitschnass dann mit einer Folie dann abdeckt oder so. Ja, wie gesagt, wenn sie dann komplett trocken ist, dann werden wir ja eine Motorradplane drüber legen und dann kann sie dann bis, ja, weiß ich nicht, März oder so dann schlafen. Natürlich werden wir auch die Batterie ausbauen, ja, damit man die zwischenzeitlich mal laden kann und so weiter. Ja. So, also, wie gesagt, ich gehe jetzt tanken und dann sehen wir uns gleich beim Motorradwaschen. Bis gleich. Jo, da bin ich jetzt nun zurück. Wie gesagt, ich habe vollgetankt und Vergaserreiniger rein. Ihr seht, unter Moped ist schon vielleicht ein bisschen feucht. Ich habe gerade die Kette schon mal gereinigt und jetzt werden wir dann das restliche Motorrad reinigen. Dazu habe ich hier so ein super Kärcher. So. Und dann Feuer frei, würde ich sagen. Und man könnte auch den Kercher anmachen vorher. Jetzt. Ja, also ich habe sie jetzt hier in der Werkstatt drin. Ihr habt sie ja gerade gesehen, ich habe sie gerade noch mal komplett abgesprüht mit dem Hochdruckreiniger. Ja, was für ein Reinigungsmittel ich benutze. Ja, ich sag's euch, wie es ist. Ich benutze Spüli. Ist günstig und ja, ich sag mal, was für Geschirr nicht schlecht ist, kann fürs Moped auch nicht schlecht sein, denke ich mir. Wer jetzt damit nicht sagen, dass Spüli besser ist wie normalen Motorradreiniger. Hatte ich jetzt aber nicht mehr da. Aber ich denke, Spüli ist auch okay. Kette habt ihr gesehen, habt ihr nicht gesehen, aber habe ich euch schon gesagt, habe ich schon gereinigt. Ja, wie gesagt, ich habe hier beim Tanken vorher den Vergaserreiniger von Liqui Moly reingemacht. Müsst ihr ja genau ausrechnen, wie viel Milliliter ihr braucht für euren Tank. Ja, ich werde es jetzt so machen. Ich werde jetzt das Motorrad quasi abblasen mit Hochdruck, um das quasi trocken zu bekommen. Dann werden wir als nächstes wahrscheinlich die Batterie ausbauen, werden die Vergaser leeren und dann werde ich wahrscheinlich nochmal mit Druckluft rangehen, um nochmal alles auszublasen, dass wirklich keine Feuchtigkeit mehr drin ist. Dann werden wir das Motorrad ja, mit so einem Korrosionsschutz von S100 einsprühen und wenn dann alles gut ist, ja, dann gucken wir nochmal nach Luft und bewegliche Teile schmieren etc. bla bla. Kette fetten natürlich, das ist auch wichtig. Jo, und dann kann sie unter der Haube. Ja, wie gesagt, wir tun jetzt hier das Moped so ein bisschen mit Druckluft abpusten, damit das Wasser,
ja, so gut wie es geht, raus ist, weil es natürlich klar, wenn ich das Ding jetzt so unter die Plane stellen würde, dann würde es drunter halt einfach gammeln, weil das dann ist wie ein Gewächshaus. Und deswegen blase ich das jetzt von vorne nach hinten ein bisschen ab. Erschreckt euch nicht, zwischenzeitlich wird wahrscheinlich der Kompressor nochmal nachpumpen. Ja, starten wir mal. Ja, also ich habe jetzt, ihr habt ja gerade gesehen, das Motorrad so ein bisschen abgeblasen, das machen wir gleich nachher nochmal. Ich habe jetzt zwischenzeitlich schon das Benzin abgelassen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das macht, wenn ihr einen Vergaser habt, dann ist das hier unten, ich hoffe, man kann es sehen, ja, das hier ist quasi die Ablassschraube. Die Schwimmerkammer wird dadurch entleert und es bleibt halt kein Benzin mehr im Vergaser. Ja, ihr fragt euch vielleicht, der eine oder andere vielleicht, warum man denn die Vergaser leer macht oder leer machen sollte. Es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist natürlich, dass die Vergaserkammer nicht voll bleibt mit dem alten Benzin. Das heißt, das alte Benzin, wir haben jetzt auch frisch getankt, aber in dem Benzin sind ja auch biologische Bestandteile drin. Das könnte halt sein, dass so eine kleine Pfütze da im Vergaser dann gegebenenfalls eure Düsen verharzt. Dann habt ihr natürlich dann im Frühjahr dann Probleme im Starten. Und ja, wie gesagt, das ist halt auch eine relativ kleine Menge, die da drin ist im Vergaser, und die zersetzt sich natürlich schon mal wesentlich schneller wie jetzt so ein ganzer Benzintank. Und dazu kommt, dass der Schwimmer im Vergaser dann nicht mehr quasi auf Anschlag steht, und somit bekommt dann auch die Schwimmernadel im Vergaser dann keine Ränder, was dazu führen würde, dass, keine Ahnung, wenn ihr dann im Frühjahr wirklich wieder starten wollt, dass die Schwimmernadel wahrscheinlich oder vielleicht nicht mehr dicht ist und dementsprechend euch der Vergaser überläuft und ihr dann quasi dann den ganzen Kladderadatsch habt und müsst dann im Frühjahr Vergaser auseinanderbauen, die Schwimmernadel neu machen und so weiter. Und das ist der Grund, warum man quasi das Benzin ablässt. Jo, als nächstes bauen wir hier die Sitze ab, weil wir wollen ja an die Batterie und wollen ja die Batterie ausbauen und laden über den Winter. Ich werde sie jetzt quasi dann einmal vollladen, ganz normal, und dann werde ich so die Batterie in den Wintermodus einstellen, so dass die dann ja den ganzen Winter über geladen werden kann. So, jetzt haben wir hier eine Schraube gelöst. Jetzt können wir hier das wahrscheinlich, hoffentlich, so, der Sitz ist schon mal ab. So, für den Fahrersitz brauchen wir hier Ratsch mit 12er Nuss. Andersrum instellen, so. So. Dann war es das jetzt auch gewesen. Zack. So, jetzt kann man den Sitz hier einfach abnehmen. Ja, also ihr seht jetzt hier, ist jetzt quasi das Steuergerät verbaut. Das kann man einfach so rausholen und ein bisschen so beiseite legen. Und dann haben wir hier meines Erachtens noch drei Schrauben, die wir öffnen müssen. Das sind quasi drei Kreuzschlitz. Einmal hier, einmal hier. Zack. Und eine ist hier hinten. So, und dann kann man schon hier den Deckel abnehmen. So, und dann kommen wir auch schon an die Batterie dran. So, ich habe es jetzt endlich geschafft. Die ist halt saurutschig jetzt, weil sie noch ein bisschen nass ist vom Waschen. So, sie ist jetzt draußen. So, und jetzt kann sie geladen werden. Ja, also ich werde jetzt hier den Deckel wieder draufsetzen ohne Batterie. Und werde das einfach nur so ein bisschen andingsen, anschrauben. Liegt einfach daran, ich will einfach nicht so viele Teile hier rumliegen haben. Und Schrauben, nachher geht irgendwas verloren oder so, man weiß ja nicht. So mache ich das darin, und im Frühjahr kann ich dann, mache ich halt die drei Schrauben wieder raus, und dann ist das gut. Ja, so als nächstes werde ich jetzt mal ein bisschen die Schlösser einsprühen mit Ballistol. Ich hoffe, man sieht es jetzt. So ein Universalöl, und
Ja, das machen wir einfach, damit die Schlösser schön auch nach dem Winter schön funktionieren. Ja, gerade so in jedes Loch, hätte ich schon gesagt, in jedes Schloss. Gerade so ein paar Spritzer rein. So, hier so ein Dings haben wir ja auch hier. Ein Tank. Ach Quatsch, Tank sei schon ein Lenkerschloss. So, ein bisschen Öl drin und natürlich dann auch noch ein Zinnschloss. Gerade so ein paar Spritzer. Da kann man danach auch mal mit dem Schlüssel noch mal kurz so ein bisschen hin und her gehen, dass sich das alles gut verteilt. Gut, das sollte passen. So, Zündschloss habe ich, Tankschloss, Lenkerschloss. Ja, mehr gibt es ja nicht. So, jetzt könnte man natürlich, oder machen wir jetzt auch gerade noch hier die ganzen beweglichen Teile so ein bisschen einfetten. Ja, so, Fußraste. Kann man mal ein bisschen einfetten, auch hier hinten. Ah, jetzt haben wir doch noch ein Schloss gefunden. Und zwar die Koffer haben ja auch Schlösser. Zack. Hier gehen wir dann auch noch ein bisschen rein. Ja, so als nächstes werden wir natürlich auch Luft prüfen bzw. aufpumpen. Wir machen da ein bisschen mehr als normal, weil er wird ja so oder so im Laufe der Zeit ein bisschen verlieren. Und gibt es natürlich auch immer diese Gespräche bezüglich Standschäden der Reifen. Ja, ich bin da jetzt kein Professor oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass innerhalb von 3 Monaten da Standschäden entstehen sollen. Nichtsdestotrotz werde ich aber trotzdem ein bisschen die Luft erhöhen. Ich mache jetzt vorne, mache ich mal so. Dieser scheiß Kompressor, der macht mich irgendwann noch fertig. Vorne mache ich jetzt mal 2,5. Und hinten werde ich 3 drauf machen. Ja, ich werde jetzt hier erstmal, ich habe jetzt das Motorrad nochmal aufgebockt und werde jetzt nochmal gucken, dass ich hier die Kette so ein bisschen trocken mache, beziehungsweise nochmal ein bisschen abwische und sauber mache. Weil so zu 100% kriegt man sie doch eigentlich eh nicht sauber. Aber nur, dass wir den gröbsten Scheiß von der Saison nicht mehr auf der Kette haben. So, und jetzt werden wir dann schon mal schön ordentlich einsprühen. Wir sind auch jetzt heute nicht so sparsam damit, weil die wird ja jetzt ingewintert. Und nach der Einwinterung wird das Motorrad ja eh nochmal komplett gereinigt. Ja, so, ich habe sie jetzt gerade nochmal mit dem Druckluft ein bisschen abgeblasen, so dass so gut wie gar keine Feuchtigkeit oder Wasser mehr an dem Motorrad dran ist. Wobei sie vorher eigentlich schon ziemlich trocken war. Jetzt zum guter Schluss mache ich hier dieses S100 Korrosionsschutz drauf. Verdrängt Feuchtigkeit, soll alles so ein bisschen die Oberfläche ein bisschen schützen. Aufpasse, nicht auf der Bremsscheibe drauf sprühe. Ich sag mal so, wenn ein bisschen was drauf kommt, ah, nicht so schlimm. Ihr solltet aber halt dann im März oder wann auch immer, wie ihr wieder startet, nicht dann direkt losfahren, sondern vorher mal das ganze Moped wieder reinigen, dass der Scheiß runterkommt und dann ist das auch kein Problem. So, wir sprühen das jetzt alles so ein bisschen ein. Laut S100 braucht man danach auch keine Hand anlegen, also ihr müsst dann nicht danach wieder mal großartig rumwischen oder so. Ja, und auch gerade so die Motorteile könnt ihr alle ohne Bedenken einsprühen. Ja, also S100 sagt, alles was Metall ist, ist kein Problem. Wie es jetzt dann mit dem Kunststoff aussieht, weiß ich nicht, aber was soll da großartig passieren? Wie gesagt, ich tue das jetzt so in Sprühe, als wenn ich das Moped lackieren würde. Ja, so Sprühstöße, mehr oder weniger. Danach tue ich es dann ein bisschen hinwirken lassen. Und wenn es dann ingewirkt ist, dann können wir die Plane drauf werfen. Jo, soweit ist sie fertig. Ich habe sie jetzt komplett eingesprüht, von vorne bis hinne. Ich würde sagen, ich habe jetzt noch ein Viertel in der Dose ungefähr. Also man braucht schon knapp eine Dose pro Motorrad. Es ist auch nicht nur fürs Einwintern gedacht.
Wenn ihr auch gerade, wenn ihr im Winter unterwegs seid, dann schützt das eure Teile vor Korrosion, Salzfraß etc. Sollte man aber dann danach abwischen, wenn man dann quasi dann wieder fahren will oder das halt im Winter benutzt. In unserem Fall, wenn wir sie einwintern, dann bleibt das so, wie es jetzt ist. So speckig, ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera sieht, aber sie ist schon ein bisschen speckig jetzt. Soll aber so bleiben, laut der Anleitung. Ist halt so ein Schutzfilm jetzt, wie ölig, sage ich jetzt mal. So könnt ihr eh nicht damit fahren. So oder so, im Frühjahr muss das Ding dann wieder komplett gewaschen werden. So, ich hau jetzt die Plane drauf und dann quatschen wir nochmal ganz kurz miteinander. Bis gleich. Jo, die Folie ist drauf, war kaum schwer. Ich hasse sowas einfach nur. Wenn ihr das alleine machen muss, ich bin so außer Atem, mein Gott. Aber egal, hat gepasst, gerade so. War jetzt die größte, die ich jetzt so bekommen konnte auf Amazon. Und ja, aber ich denke, so passt. Auf der Straße stehen lassen würde ich so wahrscheinlich nicht, obwohl man die auch so ein bisschen, weiß nicht, ob man sieht, da vorne links, da unten, da am Rad ist so ein, sind auch so Ösen. Damit könnte man dann auch, keine Ahnung, Heringe dran machen oder so und den Boden verankern. Ja, aber ist ja jetzt nur für die Garage, dass sie nicht so einstaubt und so weiter, bis sie geschützt ist. Ja, bin zufrieden auf jeden Fall. Jo, da sind wir auch fix und fertig jetzt am Ende des Videos. Wie gesagt, war so eine Mini-Einwinterung, habe ich am Anfang schon erzählt. Nächstes Jahr mal eine große Retour vor und da mache ich sowieso dann alles neu. Das wäre jetzt doppelt gemoppelt. Aber in der Regel ist es natürlich besser, wenn man natürlich vorher den Ölwechsel macht, bevor man das Motorrad abstellt. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, einfach kurz in die Kommentare. Ich versuche das so schnell wie möglich zu beantworten. Ja, und dann heißt es ab jetzt CBF fahren, keine VT fahren. Aber gut, freue ich mich auch drauf. Seitentasche nochmal auch jetzt drauf auf der CBF. Ja, denke ich kann losgehen mit der Heizgriff und so. Jo. Gut, auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Folgt uns auf Facebook und Instagram, verpasst ihr auch nie was. Und ansonsten kann ich nur sagen, bleibt schön gesund, ihr habt schon bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Perim ist raus. Macht es gut!